Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! Herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 18 Video und heute... Würde mich aber auch freuen, wenn ihr Dennis supporten könnt, ne? Also Daumen nach oben, ja, wenn Daumen nach oben, wird man euch loben. Na, danke schon auf jeden Fall dafür. Hau ab! Du Drogendealer, du! Du Stauder mit der Dosen über den Schädel, du! Verbrecher! Verschwind! Danke schon auf jeden Fall dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute seit langer Zeit mal wieder zurück in Ultimate Team mit einem Squad Builder Battle und mit am Start ist der liebe Pato. Moin Moin und ein herzliches Willkommen auch aus Wien. Ach, schicke Begrüßung, ach, schicke, schicke. Standardbegrüßung aus Wien, da sagen sie auch alle Moin Moin. Und ja, so. Ihr seht schon, mit welchem Spieler wir reinstarten heute. Mit Timo Werner, ein heißgeliebter Spieler. Von eurer Seite aus, denke ich mal. Und ich weiß nicht, wir können eigentlich direkt reinstarten, meiner Meinung nach. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja? Guck mal den Werner an. Er zeigt einfach auf sein Rating. Was will Stimmt. er damit sagen? Oder er sagt, dass er Stürmer ist. Oder er sagt, dass er Stürmer ist. Hallo, ich bin's, der Timo. Und habe ein 84 Rating. Sehr geil. Ich halte sogar schon den Zettel rein. Du kannst direkt theoretisch Haltest anfangen. Haltest du schon rein? Haltest du so ja, halt schnell? Wow! Ich bin schnell am Start. Okay. Ich hoffe, man sieht das ja auch mit dem Licht so. Ja, ich glaube aber, man kann das ganz gut lesen. Ich habe Stürmer und linkes Mittelfeld, ne? Ja, genau. Ich hoffe, dass... Ich mache nochmal hier hinter dem einen das Stürmer-Symbol. Nicht, dass der nachher auf allen Positionen spielen kann. Okay. Aber sollte passen. Sein Sturmpartner wird werden... Musa. Foot Birthday. Ja, okay. Dann kommt der zweite. Achso, das ist gar nicht Footbirthday, das ist Footmess, ne? Ja. Passt. Dann kommt Footmess, links Mittelfeld, Gnabry. Warum habe ich aufgeschrieben, wer Stürmer ist? Ich mache nochmal hier hinter dem einen das Stürmer-Symbol. Nicht, dass der nachher auf allen Positionen spielen kann. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe Gnabry, dahinter habe ich dann noch Stürmer geschrieben. Und habe Brand fürs linke Mittelfeld. Scheiße! Warum habe ich da noch Stürmer hintergeschrieben? Oh mein Gott, das wäre so egal gewesen, aber hey, du hast es hingeschrieben, von daher passt das. Okay, das zu behalten, würde ich sagen. Sehr geil. Aber Leute, diskutiert mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Hättet ihr den jetzt weggegeben oder wärt ihr dabei geblieben, trotz allem, dass Stürmer steht? Gut, dann habe ich auf der linken Seite, vor der habe ich ein bisschen mehr Angst, wenn ich ehrlich bin, da habe ich von Borussia Dortmund... Pulisic. Maximilian Philipp auf der linken Seite. Nein! Und zwar sollte der eine Informkarte haben, genau. Ja, scheiße. Die ist auch schon relativ alt, die habe ich am Anfang schon mal gespielt. Und auf der rechten Seite, da habe ich noch ein bisschen mehr Angst, denn ich habe am Anfang von FIFA immer gesagt, dass das eine mega geile Karte ist. Und zwar ist das die Divock Origi als rechter Mittelfeldspieler. Bevor die Aufnahme begonnen hat, habe ich gesagt, warte kurz, hin und her. Ich habe überlegt bei Origi, Pulisic, aber ich habe letztendlich Dembélé aufgeschrieben. Glück gehabt. Ebenfalls Gnabry. Ich dachte, du hast auch die Footmess-Karte gemacht. Dann dürfen wir beide unseren Sturm wenigstens schon mal behalten. Perfekt. Genau, so ist es. Würde mich aber auch freuen, wenn ihr Dennis supporten könnt, ne? Also Daumen nach oben, ja, wenn Daumen nach oben, wird man euch loben. Na, danke schon auf jeden Fall dafür. So Leute, nächste Runde und ja, ZM. Ich halte rein, ich bin gespannt. Ich fange an auf der linken Seite mit einem, den du, ich sag mal, zu 100% nicht hast. Denn das ist Wayne Rooney, die 84er Informkarte. Aber. Das hast du, denke ich mal, nicht. Na. Dann machen wir weiter in der Mitte, da hast du vorhin schon so ein wenig gemutmaßt. Den hab Nein. ich auch nicht, den du gerade sagst, sondern ich habe Daniel Didavi. Scheiße. Ich hoffe, dass du den nicht hast, weil der ganz gut da reinpasst. Und dann auf der rechten Seite, da bin ich mir auch recht sicher, dass du den nicht hast. Denn da hast du eigentlich derzeit keine Anzeichen, dass du da irgendwie drauf kommen könntest. Und das ist Asensio von Real Madrid. Nee, niemals. Hast gut gemacht. Rui Costa, Tolisso und James. Rui Costa hast du wieder. Ah, du hast gedacht, ich baue da meine Ikone ein. Genau, ich hätte niemals mit. Oha, hast aber richtig gut gemacht. Ich halte schon rein. Okay, mein Lieber. Ich beginne als erstes mit der Premiere. Wir haben vorher von ihnen geredet. Ich habe dich, glaube ich, ein bisschen verunsichert. Wir haben geredet über mein Team, über meine Teamverbesserung. Ja. Und ich habe ihn doch schon längst.
Ruth Rulitz. Okay, das ist ein kranker Gegenspieler, muss ich sagen. Ja, das ist, ich habe den noch nie gespielt, ich habe ihn mir vorher erst gekauft. Ja, okay. Das heißt, direkt mal hier Ikonentest, wenn ich den nicht aufgeschrieben habe. Und jetzt, das ist der einzige Spieler, wo ich glaube, dass du den sogar haben wirst. Inform Mahrez. Okay, du könntest noch einen Spieler haben. Der ist nämlich auch, du weißt, dass ich den habe. Du weißt, dass ich den habe. Leon Goretzka. Nein, ich hatte Leon Goretzka zuerst auf der Deutschlandseite und habe ich Gündogan dahin gesetzt. Boah. Und ja, Rönet habe ich nicht, da habe ich diesen Moi, diesen 84er OP in Form. Und Mahrez habe ich. Mein Food Champions Mahrez ist das. Ich habe mir gedacht, jetzt ist endlich mal die Zeit, dass ich den verwenden darf. Ja, du musst oder mal ein bisschen vom Meister hier lernen, denke ich. Jetzt hast du schon einen Spieler weniger, da kannst du aber einen normalen Bronzespieler hinstellen erstmal. Einen normalen? Bist du dir sicher? Ja, ich denke, ich errate noch ein paar. Oh, okay. Ziemlich abgehoben, der Typ. Hohe Ziele. Man muss sich Ziele setzen. Hast recht. Okay, dann machen wir weiter mit den Außenverteidigern. So, dann starten wir diesmal wieder rein, indem ich zuerst reinhalte. Und das mache ich direkt. Du kannst anfangen mit deinen Spielern. Komm mal, wieder ein wenigstens. Das wäre ganz nett. Linksverteidiger glaube ich nicht, dass du den haben wirst, weil du tendierst auf eine andere Liga. Deswegen, Wendell. Ja. Rechtsverteidiger. Aufgrund dessen muss ich den Verteidiger ändern. Ich hoffe, dass du ihn nicht hast. Ist halt die Frage, welche Version nehme ich jetzt? Ich nehme die normale Version von CDB. Ja, Linksverteidiger. Ich habe mir gedacht, du bleibst in der gleichen Liga. Nee. Hab Alaba aufgeschrieben. Oh mein Gott, das überrascht mich gerade richtig. Und Rechtsverteidiger habe ich leider Kimmich. Ich habe gedacht, als du gesagt hast, ich weiß nicht, welche Version ich nehmen soll, weil Kimmich hat so viele Versionen. Ich dachte, ja, der könnte richtig sein und dann nutzt du die Idee. Also kannst du beide behalten. Gott sei Dank, aber ich beim LV hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass du bleibst. Dann fange ich an mit dem Linksverteidiger. Kommt aus der Premier League und heißt Ashley Young. Da du mir einfach mal auf, dass du den nicht hast. Und dann machen wir rechts weiter. Da geht es dann weiter mit dem Marcos. Und ja, ich weiß nicht, ob du den hast. Nee, Rechtsverteidiger Pablo Maffeo. 78 in Form, so geile Werte. Zu krass für 78. Linksverteidiger? Musst du dich verabschieden. Von nee. Ashley Young. Doch. Den hast du nicht Oh nein, soll ich da einen normalen oder? Nee, dadurch, dass ich Leko RM hab, mach ein Torwart rein. Ein Torwart rein, okay. Ja, den suche ich mir gleich mal raus, dann. So, Leute, die letzte Runde. Sorry, mein Mikro hat gerade irgendwas gehabt. Perfekt. Geht alles. Richtige Seite. Ich halte rein, mein Lieber. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, bin ich ganz ehrlich, weil du schon sowas angedeutet hast. Nein, er hat ihn. Ich habe auf der linken Innenverteidigerposition. Er hat ihn. Hab ich diesen Team of the Group Stage, ist es glaube ich Stones? Okay. Dann habe ich auf der rechten Seite ebenfalls Team of the Group Stage Llorente. Fuck, okay, den kenne ich gar nicht. Doch, den habe ich getrunken zweimal. Im Tor habe ich dann in Form 85er Ederson. Ach. Du kannst so glücklich sein. Hast du keinen von denen? Nein, also ich meine. Du hast einmal gesagt, das wird kannst, so gut aussehen. Lass mich mal ausreden. Du kannst so glücklich sein, dass ich den Joker schon verbraucht habe. Ich hab Jones, natürlich habe ich Jones. Aber nicht alle, oder? Nein, Jones, Nacho Fernandez und Asensio. Der rechte Innenverteidiger wird es werden, aber den lassen wir als letzter. Der rechte Innenverteidiger gibt es echt viele. Ja, naja, es geht. Ja, wir schauen mal, was ich da sage. Der linke Innenverteidiger ist. Warte ganz kurz, ich muss ihn nur schnell suchen. Wo ist denn der? Warte kurz. Ist er das? Ja. In Form Marcelo von Leon. Der Torhüter. Scheiße, du hast ihn. Oh no.
Der Torhüter wird Lopez von Lyon. Und da, ich wollte als erster Perrin nehmen, oder Perrin, als rechter Innenverteidiger. Ich habe mich für Le Marchand entschieden. Mhm. 76 Goldspieler. Bitte. Du darfst alle behalten. Ist dein Nein, Ernst? Nein, ich habe Bender aufgeschrieben. Ich habe mir gedacht, Naldo ist viel zu offensichtlich, der wird da direkt Fullcam, dann schreibt man vielleicht Bender. Und dann habe ich Perrin, wie auch immer. Hast du ihn aufgeschrieben? Ja. Oh. Und Mandanda am Tor. Stark. Die behalten. Mist, dann ist meine Defensive viel zu anfällig. Okay. Stark. Dann würde ich stark sagen, ich weiß nicht, ob du dein Team zusammenkaufen musst. Ich muss es auf jeden Fall noch zusammenkaufen. Und okay, dann sehen wir uns im Spiel wieder. Oh, dein Team sieht ganz schmackhaft aus. Vor allem, weil dein rechter Mittelfeldspieler, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Also dieser Leko, der hat ordentlich Pace und das ist, glaube ich, das Wichtigste auf der Außenverteidigerposition. Und ich bin bei dir nicht gewohnt, dass so viele Special-Karten am Start sind. Ah, ich bin hier High-Budget-Player. Viel Glück auf jeden Fall. Ja, auch. Ich bin gespannt. Vor allem, ich auch. Ich habe ja jetzt nicht so viel Druck. Denn Pato hat in der Weekend League ordentliche Ergebnisse geholt. Deswegen ja, habe ich den Druck auf deinen Schultern. Da hast du recht. Oh. Oh, das ist dieser Dingsbums. Und da steht es 1-0. Schöner Start hier, 6 Minuten. Und dann kommt der Stürmer, den ich dir schon seit Jahren empfehle. Vielleicht nimmst du ihn ja irgendwann für deinen Main Squad. Ja, dieser scheiß Mann Innenverteidiger war das, dieser zweite da. Nein, das war der eine, Le Marchand, irgendwas. Ah, Le Marchand, ja, aber Perrin hättest du mir sowieso weggeflaxt, nein, von ja, daher. Ja, stimmt, der hat wahrscheinlich auch zu viel gemacht. Der scheiße. Und da ist die Riesenlücke, muss das nicht langsam. Und das ist der Torwart, nein! Ja! Oh. Stark, zum Glück sind da zwei Bronze-Spieler. Ja. Knapp ist ja abnummer scheiße. Come on, Werner. Ey! Na, du bist im Was? Flogen. Du hast den Ball nicht berührt. Ja, Timo Werner, der ist ja bekannt für Schwalben. Nein, Ederson ist so stark. Ja, hast schon wieder Keeper. Scheiße. Faul. Faul. Hä? Jawohl. Du hast Warum? Dich, Kann ich nicht abnehmen. Nein, jetzt aber. Rooney! Ja. Mehr die 45. Glück als Mehr Glück als Verstand, einfach in der 45. schießen. Ja. Krass. Aber trotzdem, Chichi. Rooney hat einen heftigen Longshots. Na, stark! Scheißen. Stark! Origi mit dem zweiten Treffer und damit hat Pato seinen neuen Stürmer gefunden, glaube ich. Schigi, hast du das gesehen? Das war eine Schigi-Flanke, du kleiner Pisser. Ich weiß, die meine mache ich aber erste schon. Die mache ich aber schon, das hatten wir letztes Mal schon in der Aufnahme, bevor die überhaupt bei dir bekannt geworden ist. Und da haben wir Origi! Torwart kann auch nichts, ne? Stark! Also, vielleicht ist Promis noch nicht der Beste auf der Fläche. Nein! Nein! Oh. Ganz hinten? Ganz hinten, da sagt er es mit Ankündigung. Maximilian Philipp jetzt auch noch. Stark. Nein, nein. Und da ist er. Ja, stark gemacht. Stark gemacht. Ich dachte, du schießt direkt. Das meine ich ist auffälliger. Der ist mega gut im Abfangen. Achso, das ist Wendell. Stark! Und da hält er! Das ist die erste Aber das war der liegende Spieler. Das war nicht der Keeper. Nee. Das war der liegende Spieler. Das ist der andere Innenverteidiger. Und das gibt einen Foul wieder, oder wie? Ist zu krass, ha? So krass. Oh nein, ist hier so eine Riesenlücke offen. Ja, danke. So, wenigstens nur ein Spieler. Trotzdem, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Also, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. So, GG. Ein Spieler wird somit abgestoßen. Ich denke, das Ergebnis geht sogar einigermaßen in Ordnung vom Spiel. Ja, ich finde schon. Ich finde auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt beim Abstoßen wieder. Pato mischt nochmal durch. Und dann bis dahin. Da haben wir ja auch getwittert. Oder ich habe da halt provokant getwittert, ne? Über Bernie. Du kannst anfangen, ja? Okay, hast komplett durchgemischt. Also. Nach den 9 Toren wieder, ein mega, mega torreiches Spiel hatten wir ja eigentlich immer. Ich bin gespannt, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt auch nochmal vorbeischauen bei Pato, denn da haben wir das gleiche nochmal gemacht, ob es da nochmal genauso ein torreiches Spiel wird. Und ja, ich habe einen Spieler und dann nehme ich einfach eine Position, die nur einmal vorhanden ist und das ist die Torwartposition und ich hoffe, dass da irgendein geiler Spieler ist, weil da nimmt nun mal mittlerweile niemand mehr. Verpiss dich einfach, der beste Torwart EU-West, meine Full-Champions-Karte, ja.
Der hat gerade nicht gehalten. Du hast ihn da drin gelassen? Ja, ich habe ihn drinnen gelassen. Oh, ich habe befürchtet, dass du auf meine Stürmer gehst. Ja. Und ich dachte, du glaubst, dass ich rechts Mittelfeld Leko lasse, deswegen habe ich Musa hingestellt. Das Mittelfeld habe ich gelassen, weil welcher dumme Mensch, so, keine Ahnung. Ja, die kann man nicht verschieben, ja. So. Und ja, es das ist Lukas. Im Mittelfeld, ja, ich habe sie gelassen. Das waren, glaube ich, auch die beiden Besten, wenn ich der Meinung. Also Krüllet auf jeden Fall und Goretzka, glaube ich, auch. Also. Ja, wobei ich muss schon sagen, ich bin von Krüllet richtig enttäuscht gewesen, aber ich habe den noch nicht so lange. Ich habe keine Erfahrung mit ihm, aber als Achter ist er definitiv besser, Achter oder Zehner. Ja, denke ich auch. Vielleicht sehen wir den ja im Rückspiel nochmal. Schaut auf jeden Fall jetzt, falls ihr nicht von da kommt, nochmal bei Pato vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Da kommt das Gleiche auch nochmal. Und dann würde ich sagen, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, gegen dich zu spielen. Wenn du noch Worte hast, kannst du die gerne jetzt nochmal loswerden. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Grüße an deine Community, Grüße an die Pato-Family. Wir sehen uns demnächst wahrscheinlich wieder. Ich denke, wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. Und ich glaube auch. Also Leute. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao, ciao.